Hi Leute, ich bin's wieder, Sven von Saulecker Kochen und heute machen wir das mega geile Chicken Wings. Ich gehe jetzt nach hinten in die Küche, aber wie immer zuerst die Einkaufsliste. Chicken Wings, hier haben wir sie. Ich habe die schon mal hier in die Schüssel gepackt. Da kommt gleich die Gewürzmischung ran. Und da habe ich nämlich einen Teelöffel Salz, ein Teelöffel Currypulver und zwei Teelöffel Backpulver. Backpulver nehme ich deshalb, weil die Haut dann unwahrscheinlich knusprig wird. Das vermenge ich kurz und kommt zu den Wings. Das wird jetzt schön vermengt, dass alles von dem Gewürzpulver an jeder Ecke rankommt. So, die Wings sind jetzt fertig mariniert. Das hat ungefähr 20 Sekunden gedauert. Ich lege die jetzt auf den Grillrost. Ich habe zwischen Grillrost und Backblech mir noch ein Backpapier gepackt, denn von den Hähnchenteilen wird eine ganze Menge an Fett runtertropfen. Und da möchte ich nicht, dass das sich auf dem Blech einbrennt. Ich lege die jetzt mit der Oberseite nach unten, damit erstmal diese Seite schön durchgrillt. Ja, und dann kommen sie in den Ofen bei 220 Grad, den habe ich schon mal vorgeheizt, für eine Stunde. Aber nach einer halben Stunde werden wir die Dinger einmal umdrehen. So, wir sehen uns gleich wieder. Ja, die Chicken Wings sind im Ofen, also können wir in der Zwischenzeit schon mal die Marinade vorbereiten. Ich nehme ungefähr 2 große Esslöffel Honig, ein kleines bisschen Balsamico-Essig, noch ein bisschen und ein bisschen Ketchup. Um noch ein bisschen Schärfe reinzubringen, ein paar Chiliflocken. Wer möchte, kann natürlich da auch noch Knoblauch reinmachen, schön umrühren. Und mit dieser Marinade werden wir die Chicken Wings nach einer Stunde einpinseln. Mal schauen, wie ich das mache. Oder nur einen Tunken, wir werden mal schauen. So, wir sehen uns gleich wieder. Die Marinade ist fertig. Die halbe Stunde ist rum. Die Seite sieht schon mal richtig super knusprig, super lecker aus. Also umdrehen. Und noch einmal für eine halbe Stunde in den Ofen. So, die Wings waren jetzt eine Stunde im Ofen und jetzt bestreiche ich die mit dieser Marinade von beiden Seiten. Da könnt ihr das so dick machen, wie ihr möchtet, ganz nach eurem Geschmack. Das mache ich jetzt mit allen und lege die wieder aufs Backblech. Sehen die super aus. Mega lecker. Na dann, guten Appetit.